Die Straßenbahn von Dessau ist eines der kleinsten Straßenbahnnetze Deutschlands. Das Netz ist nämlich insgesamt 12,5 Kilometer lang und damit das 10. kleinste in Deutschland, allerdings in Sachsen-Anhalt das 3. größte. In Sachsen-Anhalt befindet sich nämlich die Stadt Dessau-Roßlau, wo auch die Straßenbahn verkehrt, die wir uns heute vornehmen. Dessau-Roßlau besitzt eine Einwohnerzahl von 82.000 Einwohnern und besitzt eine Fläche von 244 Quadratkilometern. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt wollen wir uns im Laufe der Doku noch entlang der Strecke anschauen. Das Netz der Dessauer Straßenbahn besteht im Jahre 2019 aus zwei Straßenbahnlinien. Die Linie 1 verkehrt vom Hauptbahnhof aus über das Museum nach Dessau Süd und auch die Linie 3 startet am Hauptbahnhof und fährt über das Museum, das Berufsschulzentrum und das städtische Klinikum in Richtung Junkerspark. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat die Dessauer Straßenbahn viel Veränderung erfahren. Die erste in Dessau verkehrende Straßenbahn war eine Gasmotortram, die zwischen der Post und dem Friedhof über das Museum ihren Linienbetrieb am 15. November 1894 aufnahm. Ein Jahr später wurde die Strecke zum Hauptbahnhof und zur Zuckerraffinerie verlängert. Aufgrund von Schwierigkeiten mit der Gasmotorbahn wurde diese am 24. März 1901 eingestellt und am 26. März 1901 konnte dann der elektrische Betrieb auf der Strecke starten. Im Jahre 1907 wurde unter anderem eine weitere Strecke nach Roßlau in Betrieb genommen. Im Zweiten Weltkrieg wurde neben der Stadt auch die Straßenbahn schwer getroffen und somit waren die Schäden sehr groß nach dem Zweiten Weltkrieg. Daraufhin wurden die Gleise nach Roßlau eingestellt, um die Straßenbahnstrecke in der Innenstadt wieder aufzubauen. Im Jahre 1951 kamen Pläne auf, das komplette Straßenbahnnetz stillzulegen und auf Opus umzustellen. Dies geschah allerdings nicht und es wurde nur eine Strecke zum Rosenhof eingestellt. Nachdem 1980 Pläne für Neubaustrecken vorgelegt wurden, ging 1987 die sogenannte Kreuzbergstrecke in Betrieb, die heute mittlerweile schon wieder Geschichte ist. Da die Einwohnerzahlen im Wohngebiet Kreuzberg stark sanken, wurde die Strecke am 2. Juli 2016 eingestellt. Die Gleise liegen hier allerdings größtenteils immer noch. Die letzte Streckenverlängerung in Dessau gab es im Jahre 2002 mit dem in Betrieb gehenden zweiten Abschnitts der Strecke zum Zoberberg, die insgesamt 6,1 Kilometer lang war und somit das Dessauer Straßenbahnnetz um das Doppelte erweiterte. Um die gleiche Zeit, also im Zeitraum von 2001 bis 2002, wurden auch 10 Niederflurtriebwagen, die ersten für Dessau, ausgeliefert. Diese bewältigen seit diesem Zeitraum den kompletten Linienbetrieb in Dessau. Gebaut wurden sie vom Bombardier und gehören zur Serie Flexity Classic. In Dessau werden sie als NGT6DE bezeichnet und sie kommen auch in ähnlichen Ausführungen in anderen Städten zum Einsatz, wie zum Beispiel Plauen und Halle. Die kurzen zweiteiligen Fahrzeuge sind insgesamt ca. 21 Meter lang und besitzen eine Breite von 2,3 Metern. Die Höchstgeschwindigkeit dieser Fahrzeuge liegt bei 70 km/h. Da das Fahrzeug ein Einrichter ist, befindet sich der Einstieg ausschließlich auf der rechten Seite, welcher durch zwei große Doppelschwenktüren gewährleistet wird, sowie am Heck eine einzelne Tür. Der Innenraum bietet Platz für 120 Fahrgäste, wovon 52 einen Sitzplatz finden können. Wir wollen nun allerdings einen kleinen Blick auf das Streckennetz und seine Besonderheiten der Dessauer Straßenbahn werfen. Unser Ausgangspunkt dafür soll die Haltestelle vor dem Dessauer Hauptbahnhof sein. Der Dessauer Hauptbahnhof ist mit 8 im Takt verkehrenden Regionalverkehrslinien ein wichtiger Knoten in Sachsen-Anhalt. Der Bahnhof besitzt 6 Gleise und wird unter anderem auch von der S-Bahn Mitteldeutschland angefahren. Der Bahnhof besitzt ein im Bauhausstil errichtetes
rot gestaltetes Bahnhofsgebäude, welches auch mehrere Imbissmöglichkeiten beheimatet. Direkt vor dem Gebäude liegt eine Straßenbahnstrecke sowie auch die Straßenbahnhaltestelle Dessau Hauptbahnhof, welche zweigleisig ausgebaut ist. Die Straßenbahnlinien 1 und 3, die hier beide enden, wechseln hier immer ihre Kurse. Eine Linie 1 wechselt somit immer auf eine Linie 3 und auch umgekehrt. Da hier alle 15 Minuten jede Linie fährt, gibt es alle 7,5 Minuten eine Abfahrt am Hauptbahnhof. Die Wendeschleife ist hier großzügig um einen Park angelegt und verläuft auch teilweise über den Bahnhofsvorplatz. Da wir uns die Innenstadtstrecke der Straßenbahn etwas genauer anschauen wollen, nehmen wir jetzt diesen Zug der Straßenbahn und steuern die erste Straßenbahnhaltestelle auf dem Weg in Richtung Museum an. Diese Haltestelle trägt den Namen Theater. Direkt neben der Haltestelle liegt auch das Anhaltische Theater, welches der Haltestelle seinen Namen verleiht. Das Theater beherbergt mehrere Sparten der Bühnenkunst, neben Schauspiel auch das Musiktheater, Ballett und Konzertaufführungen. In das Haus passen insgesamt 1100 Menschen. Das heute hier zu sehende Theater wurde nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg 1949 wieder aufgebaut. Direkt gegenüber vom Portal des Anhaltischen Theaters liegt der Friedensplatz, eine Parkanlage. Doch wir fahren nun eine Haltestelle weiter, mitten ins Zentrum der Stadt. In direkter Nähe zum Stadtzentrum von Dessau liegend, ist die Haltestelle Bauhausmuseum. Direkt neben der Haltestelle befindet sich das Rathauscenter von Dessau. Dies beherbergt verschiedene Geschäfte. Direkt dahinter liegt der Marktplatz von Dessau, an dem auch mehrere Gaststätten angesiedelt sind. Mittelpunkt des Platzes bildet ein Springbrunnen. An der Nordseite des Marktes angesiedelt ist auch das Dessauer Rathaus. Das Rathaus wurde 1902 eröffnet, allerdings musste es schon 10 Jahre später wieder renoviert werden, da es einen Großbrand an dem Gebäude gab. Sein Turm ist insgesamt 73 Meter hoch und der höchste Turm Dessaus. Eine Aussichtsplattform liegt auf 41 Meter Höhe. Einige hundert Meter weiter, auf einem Platz, steht auch noch die Marienkirche, welches auch ein Wahrzeichen von Dessau ist. Der Grundstein für den Bau dieser Kirche wurde im Jahre 1506 gelegt, allerdings nach einer Umgestaltung im Jahre 1780 bis 84 und einer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde sie zwischen 1989 und 1998 wieder aufgebaut. Die letzte Haltestelle auf dem Stammstreckenabschnitt trägt den Namen Museum. Hier findet man das Museum für Naturkunde und Vorgeschichte. Dieser Bau zeichnet sich vor allen Dingen durch seinen hohen Turm, der viereckig und mit beiger bzw. roter Farbe gestaltet worden ist. Im Museum sind Sammlungen zu den Themen Erdgeschichte, Ökologie sowie Mensch und Umwelt zu finden. Hier an der Station Museum trennen sich dann auch die beiden Linien in Richtung Norden und in Richtung Westen. Als nächstes wollen wir uns den anschließenden Streckenabschnitt der Linie 1 ab dieser Station anschauen. Etwas sonderbar ist als erstes, dass die Linie 1 direkt nach dem Überfahren der Kreuzung ihre nächste Haltestelle besitzt mit dem Namen Dessau Center. Die Linie 1 folgt jetzt hier schnurstracks geradeaus der Franzstraße und im weiteren Verlauf der Heidestraße. Zwischen den Haltestellen Friedhof 3 und Dessauer Verkehrs GmbH liegt auch das ehemalige Gleisdreieck, an dem die Kreuzbergstrecke abzweigte. Teile aus diesem Gleisdreieck wurden ausgenommen, sodass dieser nicht mehr befahrbar ist. An der Haltestelle Dessauer Verkehrs GmbH liegt auch der Betriebshof der Straßenbahn. Hier werden die Straßenbahnen gewartet. Es stehen auch noch historische Fahrzeuge sowie Betriebsfahrzeuge abgestellt.
Hier kann man somit einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der Straßenbahn bekommen. Drei Haltestellen weiter findet man auch die Endhaltestelle der Linie 1 in Dessau Süd an der Tempelhofer Straße. In der Wendeschleife gibt es zwei Haltestellen. Zum einen gibt es eine zweigleisig ausgebaute Ausstiegshaltestelle an der Einfahrt in die Wendeschleife. Eine weitere Haltestelle befindet sich an der Ausfahrt der Wendeschleife zum Einsteigen für die Fahrgäste. Immer gerade dann, wenn ein neuer Straßenbahnzug die Wendeschleife erreicht, verlässt ein anderer diese Wendeschleife. Somit gibt es hier eine überschlagende Wende, um eine Verschleppung der Verspätungen zu vermeiden. Direkt neben der Wendeschleife befindet sich auch noch ein kleines Kirchengebäude. Doch springen wir nun zurück zur Haltestelle Museum. Hier biegt die Linie 3 in Richtung Westen ab und ihren Abschnitt wollen wir uns nun auch etwas anschauen. Der erste Abschnitt dieser Strecke ist auf eigenem Gleiskörper gestaltet worden, der sich in der Mitte des Straßenraumes befindet. Dort befinden sich auch die ersten drei Haltestellen Richtung Junkerspark. Nächste Haltestelle, Berufsschulzentrum Haupteingang. Kurz vor der Haltestelle Berufsschulzentrum Haupteingang wechselt die Trasse dann auf einen unabhängigen Gleiskörper rechts neben der Straße. Das Berufsschulzentrum besitzt übrigens zwei Haltestellen. Einmal mit dem Namen Haupteingang und eine weitere Haltestelle besitzt den Namen Berufsschulzentrum Sporthalle. Nächste Haltestelle, Kleine Schaftrift. Kurz nach der Haltestelle Kleine Schaftrift finden wir auch ein Gleisdreieck auf, was für Wendemanöver genutzt werden kann. Damit fahren wir auch in einen eingleisigen Abschnitt zwischen den Haltestellen Kleine Schaftrift und Lindenstraße ein. Dabei befindet sich die Haltestelle in die Gegenrichtung noch auf dem eingleisigen Abschnitt. Die Haltestelle in unserer Richtung befindet sich schon wieder auf einem zweigleisig ausgebauten Streckenabschnitt. Der nun folgende Streckenabschnitt macht den Eindruck eines kleinen Überlandabschnittes. Dieser ist gelegen zwischen einer Grünanlage und einem Kleingartenverein. Der Streckenabschnitt Lindenstraße bis Junkerspark ist dabei wieder auf komplett unabhängigen Gleiskörper gebaut worden. Allerdings ist nur der Abschnitt Lindenstraße, Zoberberg, Mitte zweigleisig. Ab Zoberberg, Mitte beginnt dann quasi die Wendeschleife für die Linie 3. In Richtung Junkerspark geht es dann weiter über die Haltestellen Schule Zoberberg. Und Ellerbreite zum Junkerspark. Die Befahrung der Strecke in nur eine Richtung ist ressourcensparend und schließt somit auch das Neubaugebiet besser an. Die Haltestelle Junkerspark befindet sich am Rande des Neubaugebietes Zoberberg und in der Nähe zu einem Gewerbegebiet. Sie ist auch als zweigleisige Wendeschleife wieder ausgebaut. Die Straßenbahn hat hier allerdings nur eine kurze Wendezeit, dass falls an den beiden vorangegangenen Haltestellen Fahrgäste eingestiegen sind, diese nicht so lange warten müssen. Auf dem Weg Richtung Zoberberg Mitte liegt dann noch eine weitere Haltestelle mit dem Namen Köthener Straße. Nachdem es um eine weitere Kurve ging und wir auf der Straße Ellerbreite fahren, geht es dann auf den zweigleisigen Abschnitt wieder zu. Dieser Streckenabschnitt ist hier übrigens auch der einzige, auf dem die Straßenbahn im Straßenraum verkehrt. Kurz vor Zoberberg Mitte treffen die Gleise dann wieder aufeinander. Damit haben wir nun das Dessauer Straßenbahnnetz erkundet.
Somit sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und würde mich deshalb auch über eine Bewertung oder ein Feedback in den Kommentaren freuen. Das nächste Video gibt es dann wie gewohnt in 2 Wochen am Freitag. Ich hoffe, ihr schaltet dort wieder ein. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.